Hey, Warlock! Mach auf! Das ist meine Kabine, weißt du? Und das ist mein Kassettencover. Verfasst du solch prägnante Poesie? Das ist keine Poesie, das ist Musik! Hard Rock! Mit verzerrten Gitarren und Bass und Schlagzeug! Schlichtes Schriftgut, seinem Schreiber gleich. Okay, was ist dein Problem, Mann? Was habe ich getan, dass du so bist? Ob deiner fahrigen Führerschaft entschwand die Madonna und mit ihr der Trumpf zum Betreten des telepathischen Terrains. Mantis hatte gute Gründe, zurückzubleiben. Wir müssen bloß Niki holen und gleich wieder abhauen, damit wir sie wiederfinden. Dein träges Taktieren zollt zu viel dem Zufall. Versicherst du verlässlich, dass dein vages Vorgehen unser Wirken vorantreibt? Nein! Nein? Ich weiß nicht, was du von mir willst, Mann. Aber ich verbieg mich hier nicht bloß, weil du hier den Wortschatz-Weltmeister gibst. Ich verstehe. Ein antagonistisches, aber akzeptables Argument. Zeugt zumindest von Zivilcourage. Die könnte deine kindische Konzeption kontaminieren. Was ist mit dir, Mr. Wortgewalt? Woher weiß ich, dass du nicht umschwenkst, sobald du Raker siehst? Was dürfte mich dazu drängen? Wart ihr nicht mal die dicksten Busenfreunde? Wir kamen nur kurzzeitig in Kontakt. Doch ich tauchte ein in die tragische Tiefe seiner Traurigkeit. Er trauert um seinen Sohn. Deswegen macht er das alles. Die Kirche, die Matriarchin. Weil er sein Kind zurückhaben will. Aber das geht doch nicht, oder? Der Markus kann nicht... Nein, das nicht. Also, können wir auf dich zählen? Wenn du wieder auf Raker triffst, der Mann muss gestoppt werden. Zweifelsohne. Und wie ist er so? Frustrierend. Als würde man sich beim Sommertanz mit Suzanne Harris unterhalten. War das nicht das Menschenmädchen, das du mit deinem Jojo beeindrucken wolltest? Ja, und das lief ungefähr so gut wie das Gespräch mit Mr. Umhang. Was ist ein Jojo? Ich hoffe, dass Peter Quill unseren Gast überzeugt hat, mit uns zu kämpfen. Dem Ton seiner Stimme nach war er eher genervt als überzeugt. Wer? Quill oder Goldjunge? Sie klangen beide genervt. Genervt oder nicht, wir müssen mit ihm zusammenarbeiten. Wir brauchen jemanden, der stark genug ist, um Raker in Schach zu halten, wenn wir zu Niki wollen. Wäre jemand willig, dieser Kammer Kost zu kredenzen? Will er jetzt auch noch Zimmerservice? Hol dir selbst was! Wir haben einen vollen Kühlschrank! Naja, voll nicht gerade. Also, dieser Warlock. Schon was Besonderes. Ich weiß nicht, ob wir einem Typen vertrauen können, der sich beim Anblick des großen Einhorns gedacht hat, der Schlingel sieht aus wie ein seriöser Schurke. Er weiß einfach, dass das wahre Böse der Magus ist. Raker ist nur ein Fanatiker. Ein Fanatiker mit jeder Menge Feuerkraft. Mal das erklärt, warum wir Cosmo nicht erreichen konnten. Ich bin Groot. Wenn du nicht antwortest, sind wir gleich ein Satz Atome. Ich übernehme die Kommunikation. Hau rein, Kumpel. Grüße, Reisender. Habt ihr die Wahrheit dieses Versprechens angenommen? Das taten wir. Meine verstorbene Frau und Tochter sind bei mir. Wir danken der Matriarchin für ihr Geschenk. Möge das Versprechen erfüllt werden. Du darfst im Raumhafen landen. Ah.
ganzen Kneipen und Wettbüros. Und Nudelboden? Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich vermute, es ist schlimmer. Rika rekrutiert Regimente, derweil wir Wohlfall warten. Ich lande so schnell ich kann, Gott. Was zum Flock? Na toll, der Kokon-Typ glaubt, er wäre jetzt ein Schmetterling. Er ist ein Mann der Tat. Hoffen wir, dass er die Kirche ablenken kann, solange wir Nikki suchen. Hätte nicht gedacht, dass du dich durch die Security blöffen kannst, Muskelpaket. Ich bin der Täuschung durchaus fähig. Wir werden mehr als das brauchen, um zum Continuum-Cortex zu kommen und Nikki zu retten. Vor allem, wenn Goldjunge nicht an Bord ist. Sollen wir versuchen, ihn zu finden? Wir müssen uns wirklich beeilen, wenn wir das Mädchen retten wollen. Drax hat recht. Hoffen wir einfach, dass Warlock ordentlich Schaden verursacht. Du wirst tatsächlich die Choga-Dogs vermissen? Ich werde Mantlo vermissen und den Laden mit den Tänzerinnen. Und Ella's Bar. Weißt du noch, wie wir einen Schnapsdieb unter der Cocktailtheke erwischt haben? Ich weiß noch, wie furchtbar dieser Schnaps geschmeckt hat. Wer bezahlt so viel für Rostsaft? Was, falls die Matriarche nicht mehr im Continuum-Cortex ist? Sie wird dort sein. Sie muss. Ungewöhnlich für dich, nicht über einen Plan B nachzudenken. Es gibt keinen Plan B. Wir werden diesen Durchgang flicken müssen. Okay, letzter Showdown gegen Raker. Diesmal holst du ihn dir endgültig. Das habe ich vor. Wir gehen nicht ohne Nikki von hier weg. Okay, was ist, wenn wir Goldie finden, sie ihn aber fertig gemacht haben? Du kümmerst dich um die Milano, okay? Sorg dafür, dass das Schiff noch da ist, wenn wir zurückkommen. Hoffentlich können wir was bergen, wenn wir über den Markt gehen. Ich bin gut. Nicht plündern, ich meine bergen, als Andenken. Wer weiß, dein Kind steckt echt tief drin, Quill. Ihre Mom ist tot, Mann. Wenn Warlock die Wahrheit sagt, benutzt das Ding in ihr Corells Tod, um sie zu manipulieren. Verstehe. Wird nicht einfach, sie da rauszuholen, aber ich werde trotzdem mein Leben dafür riskieren. Ich bin Groot. Groot will, dass du weißt, dass er alles tun wird, um dein Kind zu retten. Weißt du was? Ich glaube, das habe ich verstanden. Bereit, Drax? Bereit. Meine Klingen sind so scharf wie die Zunge des Nagers. War das eine Metapher? Ein Vergleich. Also los, retten wir Nikki. Okay. Bleib cool. Überlasst mir diese Typen. Willkommen, Reisende. Seid ihr gekommen, um Zeugen der Erfüllung zu werden? Der was bitte? Der Umsetzung des Versprechens der Matriarchen. Des Beginns einer neuen Welt. Ohne Tod oder Schmerz oder Angst. Ihr solltet das wissen. Seid ihr nicht für eine Landefreigabe überprüft worden? Was? Doch, natürlich. Warum wisst ihr dann nichts von der Erfüllung? Hier stimmt etwas nicht. Diese Ketzer müssen aufgehalten werden. Attacke! Lasst es frei! Seht! Festnageln, Groot! Tu ihn weh, Gamora! So wird das gemacht! Macht euch stark! Behüte mich, Materialin! Die Quadratschelden verteilen große böse Sonnenstrahlen! So sieht's aus, wenn's jemand kann! Der Schwebende stellt seine Gefährten wieder her! Das ist das Gegenteil von heilen! Das sollten wir mit ihm machen! Führe deinen Zahn!
Vorsicht, Wächter, der wird stärker! Naja, also, für mich wird der Damen zum Ziel. Wir müssen mehr Druck machen! Jagt sie hoch! Spar dir deine netten Worte für später, Quill! Was zur? Der Coach dopt deine Teammitglieder! Dann steck ihn in einen Leichensack! Problem, Lösung! Naja, also, für mich wird der Dame zum Ziel! Ich bin bereit zu zerstören! Verschaff uns Zeit, Groot! Gamora, Außenlicht! Es wird mir Spaß machen! Vergehe! Ich habe einen Gläubigen erschlagen! Du sollst nicht trauern, sondern kämpfen! Muss ich erst um Hilfe bitten? Anscheinend hat sogar sie ihre Grenzen! Diese Lichter behindern meine Sicht! Hey, Quill! Ich glaube, der Große sieht Sterne! Zurückgebracht! Auf ihn, Schweber! Er repariert die anderen! Das ist nicht fair! Groot, schnapp sie dir! Dank mir, Schweber! Jetzt braucht Hilfe! Kinder! Halte durch, Großer! Er mit der Robe macht die anderen schwerer verwundbar! Erledigen wir den Narren, damit er keine Leckerlis mehr verteilt! Wie oft habe ich dir jetzt schon den Hintern gerettet? Das würde ich nur ohne dich machen, Rocket. Was jetzt, Peter? Ding, ding, Runde zwei. Der Priester kann schnell den Rocket. Nächsten Fuß bewegt. Das genießt. Bereit. Leute, Gruppe bilden. Der Sieg wird bald unser sein, meine Freunde. Außer sie kriegen Verstärkung. In dem Fall müssen wir blitzartig handeln und sie von hinten erwischen. Ich bin gut. Aber was, wenn sie zu schnell sind? Dann brauchen wir einen anderen Plan. Hey, hey, hey! Bei jedem Kampf gibt es Eventualitäten. Aber der Versuch, alle zu berücksichtigen, macht es nur schlimmer. Entspannt euch. Man denkt schnell zu viel, wenn's eng wird. Aber wenn wir uns konzentrieren... können wir hart zuschlagen. Wer ist dabei? Der Sieg ist unser! Sehr gut, Peter! Oh, yeah! Halte sie auf, Groot! Mach dein Ding kreidig! Ich kann diesen Irren nur raten, dass ihre Welt ohne Tod oder Schmerz oder Angst daherkommt. Denn ich werde sie dafür umlegen, dass sie diesen Raumhafen zerflagt haben. Sie haben ziemlich viel umdekoriert. Ein Grund mehr für uns, zum Cortex zu gelangen und Niki zu finden. Gib dem Ding einen echten Drax-Zug. Ich werde es herausziehen. Sie vergeuden Zeit, Peter. Das mit der Erfüllung gefällt mir nicht. Wie war das? Er sagt, du wirst angespannt. Der Riss ist das Ende des bekannten Universums, Kumpel. Ich wüsste nicht, wo da eine Verbindung bestehen sollte. Mist! Kosmos-Turm ist abgeschaltet. Das liegt daran, dass er noch nie dunkel war. Ihr wisst schon, dass einige Typen, die auf uns geschossen haben, zur Nowhere Security gehörten. Das bedeutet nichts Gutes für den Hund. Ich war noch nie ein großer Fan des Köters, aber wir hätten einen Ersatztelepathen gebrauchen können. Wenn Cosmo auf ihrer Seite ist, wird es deutlich schwerer, zum Cortex zu gelangen. Die Kirche glaubt, sie hat schon gewonnen. Das sollten wir zu unserem Vorteil nutzen. Oder vielleicht haben sie wirklich gewonnen und wir marschieren direkt in den Tod? Frohlockelnager, unser letztes Gefecht wird gewaltig sein.
Hat jemand ein Hinweisschild gesehen, wo es zur Erfüllung geht? Nein, ich gebe Bescheid, wenn mir eins auffällt. Danke. Wenn das Versprechen hier erfüllt wird, werden Konvertierte herbeistohlen. Sind wir die einzigen Neuankömmlinge? Wir kommen bestimmt zu spät, wie üblich. Ich habe Angst davor, was wir auf dem Marktplatz sehen werden. Dasselbe wie bei unserem Anflug. Schon, aber diesmal aus der Nähe. Nowhere war eh schon nicht immer schön, aber... Flak! Da drüben! Es sind so viele! Ich hätte gedacht, die meisten Nowhere-Leute würden das Versprechen ablehnen. Jeder will Dinge, die er nicht haben kann. Ja, aber diese Gauner waren immer skeptisch, wenn ihnen je... Ich weiß nicht, Rocket. Wie Gamora gesagt hat, jeder will irgendwas. Die Kirche passt ihr Angebot an jeden genau an. Und ich denke, die meisten geben dann nach. Weil sie sonst getötet werden. Keine leichte Entscheidung. Sie haben überall verflagte Glaubensbatterien. Genau wie auf der Halas Hope. Vielleicht haben sie im Cortex noch eine riesige Strahlkanone gebaut. Um von mehreren Welten auf einmal Glauben abzusaugen? Ist das überhaupt möglich? Die Energie lädt diese Batterien nicht auf. Sie fließt von ihnen weg. Dann treiben sie also etwas an. Sieht ganz so aus. Ob irgendwelche von diesen Wahrsagern das vorausgesehen haben? Unwahrscheinlich. Das waren alles Scharlatane. Die meisten waren Taschendiebe und Hehler. Immer nützlich, so jemanden zu kennen. Lausiger Spaßflacker, macht euch bereit zum Sterben! Sie fürchten den Tod nicht. Wir können ihn trotzdem vorher wehtun. Ich glaube nicht, dass euch... Alle leise. Kriegen wir so. Boom! Hab den Kultisten umgeblasen. So bringt man sie auch in die Kirche. Je weiter wir vorrücken, desto mehr Batterien. Und... Sagt Units, dass sie was mit der Erfüllung zu tun haben. Der Priester hat gesagt, sie bringen... Sie können niemanden wiederbeleben. Schon gar nicht nach Nikis Rettung. Es überrascht mich, dass die Kirche den Cortex einnehmen konnte. Er schien mir beim letzten Mal ziemlich sicher. Tja, nicht halb so sicher, wie der Hund dachte. Die Kirche bekommt mit jedem Tick mehr Truppen. Ihre Überzahl dürfte die Verteidigung problemlos überwunden haben. Während wir nur zu fünf sind, du gibst uns wirklich Selbstvertrauen, Großer.
Wenn wir hier fertig sind, müssen wir einem Rhapsoden von diesen Abenteuern berichten. Einem was? Sie sind die Bewahrer der Katathianischen Geschichte. Das wird ein großes Epos. Hier drüben! Sieht aus, als passen wir da durch. Wir müssten in der Nähe von Mantlos Bar sein. Siehst du sie? Nicht wirklich. Es liegen jede Menge Trümmer im Weg. Auf der anderen Seite. Hey, Peter! Das hat nicht funktioniert. Flakov, ich geh rein. Was ist mit den Fanatikern? Wenn ich welche sehe, mache ich sie platt. Wer, wenn nicht wir? Stimmt's? Hier ist niemand, Quill. Aber du wirst einen Brocken von dieser Seite herauslösen müssen. Falls ich einen Weg dorthin finde. Kannst du an der Wand einen Anker setzen? Könnte gehen. Gamora, jetzt müsstest du dein Schwert reinstecken können. Hilfst du mir? Ach, Mist! Nicht Mantlo! Oh. Seht euch das an! Jetzt wird's persönlich, Quill! Peter, los jetzt! Du hast diesen Laden echt geliebt. Es war der einzige Ort in der ganzen Flak-Galaxie, wo du dich sicher fühlen konntest. Also abgesehen von den Schlägereien und den Razzien und den Kopfgeldjägern. Wir trinken später einen darauf. Aber jetzt müssen wir weiter. Wir haben keine Spur vom Goldmuskel, seit er vom Schiff gesprungen ist. Adam Warlock. Vielleicht hat sie ihn irgendwo in der Unterstadt zerlegt. Oder er wurde von einer Irrenpatrouille aufgegriffen. Oder es war eine Lüge, auf welcher Seite er steht. Und er wartet nur darauf, uns anzugreifen. Warlock hegt einen alten Groll. Er würde sich nicht mit dem großen Einiger zusammenschließen. Wofür brauchen wir den Goldjungen überhaupt? Wir kamen doch bestens ohne ihn zurecht. Von wegen bestens. Der Magus verschlang meine Seele. Dein Gedächtnis ist lückenhaft. Mein Gedächtnis ist einwandfrei. Ich bin lediglich ein Optimist. Weißt du, warum wir Warlock brauchen, um das Weltraummagie-Ritual zu stoppen? Weil wir Weltraummagie nicht beherrschen. Ja, weil es sie überhaupt nicht gibt. Da bin ich nach Lamentis nicht mehr so sicher. Nichts von all dem ergibt einen Sinn. Aber Mantis hat uns jemanden gegeben. Konzentration, Peter Quill. Gleich wird Blut vergossen. Wow. Genau hier war das Emporium. Hat die Kirche es zerstört? Wahrscheinlich hat der Kollektor sich beim ersten Anzeichen von Ärger den Weg freigesprengt. Vor dem ersten Anzeichen. Der Kollektor kann angeblich in die Zukunft sehen. Ach ja? Mich hat er nie kommen sehen. So viel steht fest. Er hatte keine Ahnung, dass ich Groot da raushole. Held? Jetzt wird bloß nicht sentimental. Anscheinend will die Kirche verhindern, dass wir da reingehen. Das wird sie nicht schaffen. Ha! Vorsicht, Peter Quill! Jungs, seht mal nach unten. Das ist ziemlich viel Licht. Du denkst, das ist die Erflakung, oder? Könnte aber auch nur Ablauf von den Kabeln sein. Was immer diese Irren vorhaben, sie brauchen jede Menge Saft. Vielleicht haben sie damit ihre Flotte betrieben, um Lamentis zu erreichen. Nein, das könnte der Cortex alleine in die Hand nehmen. Vielleicht versucht Raker, den himmlischen Kopf zu reanimieren, ihn wieder zum Leben zu erwecken. Oder vielleicht will er ein Schiff daraus machen. Tja, das Ding ist toter als tot. Es kommt nicht zurück und es springt auch nicht durch den Hyperraum. Es heißt, Himmelswesen erheben ihre Energie aus dem Hyperraum. Also, wir müssen zur Unterstadt das Mädchen finden und was sie auch vorhaben, stoppen. Und wir müssen damit rechnen, dass sie uns stoppen wollen. Die Konvertierten sind zum Sterben bereit, um ihre Leben wieder zum Leben zu erwecken. Was ziemlich ironisch ist, wenn man drüber nachdenkt. Unsere Zusammenarbeit ist belebend. Wir sind ein großartiges Team geworden. Ja, das sind wir, Drax. Wir sind jetzt eine große, glückliche Familie. Was hast du denn mit dem Schrott vor? Die ist kein Schrott. Sehet die Kraft ihres Lichts! Valem Manate!
Wächter der Galaxie, rettet die Gläubigen und alarmiert den großen Einiger. Die Erfüllung darf nicht aufgehalten werden. Da kommen neue Kirchis. Sie werden schon bald umfallen wie die Fliegen. Das war's. Sie ist übergeschnappt. Gamora, warte auf uns. Ah. Wenigstens haben wir beendet, was immer der Priester da gemacht hat. Die Erschlagung? Nein, so einfach kann es nicht sein. Hau sie weg, Rocket! Schon wieder! Das war's! Komm, Gamora! Alles okay? Gamora? Was ist denn da los? Diese Abfallpumpe muss magisch gewesen sein oder so. Der Zauberer verstärkt ihn. Ich bin dein Ende. Sie ist gerade übergeschnappt. Das stimmt das nicht. Der Quadratkegel hat seine Kuppel auf. Ich werde sie alle ruinieren! Hieß es nicht, wir stürmen nicht einfach vor? Der Größere gehört mir! Und dann... Rechts an der Kasse, Kaffee! Oh. Er verstärkt seinen Kopf! Zum Klang, Gamora! Zurück im Geschäft! Gamora? Was ist denn da los? Diese Abfallpuppe muss magisch gewesen sein, oder so? Wirf's zu ihnen, Drax! Wirf's auf sie, Großer! Wieder ein Kultist bezwungen! Wenigstens haben wir beendet, was immer der Priester da gemacht hat! Nein, das haben wir nicht! Mit Inbrunst! Darf ich mal drauf, Pause, Groot! Da kommen noch mehr! Klar, die Künstler, wir hätten ein paar Hoverbikes gewünscht! Geht's dir gut? Ging mir nie besser. Yep. Definitiv nicht gut. Gamora, warte mal, warte! Warum? Damit noch mehr Kinder im Namen von Rikers verfluchter Kirche geopfert werden? Nein, natürlich nicht. Nur... Nur was, Peter? Ich weiß auch nicht. Durchatmen? Jede Minute, die wir vergeuden. Wir haben keine Zeit zum Durchatmen. Ich weiß, Raker weckt schlimme Erinnerungen in dir. Es geht hier nicht um Thanos. Es geht hier um Nikki und was Männer wie Raker und Thanos mit Mädchen wie ihnen machen. Oder mit mir. Oder meiner Schwester. Hätte ich doch bloß besser Acht gegeben auf Nebula, dann wäre sie vielleicht nicht tot. Wow, was? Nebula ist tot? Wie? Ich meine, wer war's? Ich möchte ihm seine blutbesudelte Hand schütteln. Ich war's. Du hast deine Schwester getötet? Sie hast du also im Versprechen der Matriarchin gesehen. So habe ich die Lüge erkannt. Die Nebula, die ich kannte, wurde verwandelt in ein hasserfülltes, rachsüchtiges Monsterwesen. Eins, das immer weitergemacht hätte. Nur ich konnte es aufhalten. Also tat ich es. Dass ich das überlebe, war nicht vorgesehen. Wieso hast du denn nie etwas gesagt? Weil es kein guter Gesprächsanfang ist.
Hi, ich bin Gamora. Ich habe meine Schwester gekillt. Werden wir Freunde? Nein, werden wir nicht. Wer will schon einen Monster zum Freund? Oder in seinem Team haben? Einem Team, in dem ich mich seltsam wohlfühle. Trotz allem, was war. Naja, ich hasse Nebula, also wenn's nach mir geht. Was denn? Ich sag ja nur, das ändert nichts. Genau genommen ändert das alles. Die todbringendste Frau der Galaxie gibt gerade zu, dass sie uns liebt. Tu ich nicht. Doch, tust du. Du hast gesagt, du liebst uns nach dem Teil mit dem Mord. Ich sagte, ich fühle mich wohl bei euch. Auf K'Tath ist das die Definition von Liebe. Gern haben. Ich hab euch gern. Können wir jetzt weitermachen? Einverstanden. Noch mehr Zuneigung und ich muss reiern. Wir akzeptieren dich, Gamora Zanhubiri. Dann sind wir jetzt wohl verheiratet. Das halte ich echt nicht aus. So, wir haben alle mal tief durchgeatmet. Wie wär's, wenn wir jetzt einem gestörten Guru in den Hintern treten? Ja. Haben. Fühlt sich an, als würde ich schon Stunden auf diesem großen Block schießen. Er ist so ehrwürdig wie groß. Wir müssen ihn zerstören. Ihr könnt doch vergessen, was ich gerade gesagt habe, oder? Wenn ich dir einen Drink schmecke, sagst du uns dann, wie es passiert ist? Lass ihn runter, bevor ich dir deinen Augapfel rausschabe. Zerschnäppel sie! Oh, dieser Typ spürt das fast gar nicht! Befreit! Ich kann immer noch nicht glauben, dass du Nebula getötet hast. Ich kann es auch nicht glauben! Lass sie weg, Rocket! Es wird von jetzt an noch schwerer werden! Ich begrüße die Herausforderung! Will nicht mir das ein, oder machen wir wirklich kaum denn? Er ist so ehrwürdig wie groß. Wir müssen ihn zerstören. Der große Angriff ist ungeschützt, Leute. Holt ihn euch! Warum sind da so viele? Das zeigt nur, wie viele Leute unglücklich sind. Die Abkämpferin ist in Schwierigkeiten. Stirbt ehrenvoll! Gamora! In Ordnung! Ich finde nicht raus, wie ich den Verletzten kann! Nur eine Fleischwunde! Arzt, das wird wieder! Rocket! Feuerwerk! Ihr könnt doch vergessen, was ich gerade gesagt habe, oder? Wenn ich dir einen Drink spendiere, sagst du uns dann, wie es passiert ist? Das ist unsere Gelegenheit! In Stücke geschnitten! Mann, dieser Riesenroboter kann wirklich viel einstecken. Das Ding ist zäh. Wir müssen mit allem draufhalten. Woher haben die so viele Schaden? Sie haben Zugriff auf den Cortex. Wer weiß, wie viel Verstärkung sie herbringen können. Wir müssen ihn abschalten. Gehen wir zur Brücke. Kosmos-Turm ist der schnellste Weg. Das ist zu breit. Vielleicht können wir es überbrücken. Wir reden immer von Brücken und das klingt allmählich wie ein ausgedachter Turm. Alle Wörter sind ausgedacht. Drax? Ich hab mich schon drauf gefreut, mal wieder was umzustoßen. Weißt du, ich hab es immer gehasst, wenn mich dieser Kosmos-Scheinwerfer angeleuchtet hat. Echt jetzt? Ein Glaubenskraftfeld?
Abfälle finden, müssen wir es abschalten können. Dann sehen wir uns mal um. Also, Gamora, wie kann ich das Interessanteste, das sie jemals getan hat, nicht ansprechen? Wir müssen weg sein, bevor Raker auftaucht. Okay, direkt voraus. Hauen wir rein. Jetzt ist keine Zeit. Wächter der Galaxie. Die Matriarchin hat nun beschlossen, die Erfüllung einzuleiten von diesem Ort aus. Und ihr werdet sie nicht aufhalten. Gar nichts hat sie beschlossen. Du hast sie von Anfang an manipuliert. Sie ist das Licht. Und ich bin lediglich ihr Diener. Nicht leicht zu leuchten, wenn man so ein finsteres Monsterding in sich trägt. Blasphemie! Ihr mögt euch ihrem Versprechen verwehrt haben. Aber ihr werdet glauben, wenn es euch wieder zurückholt aus den kalten Klauen des Todes! Gram führte dich an einen gefährlichen Abgrund, alter Gefährte. Nein. Das kann nicht sein. Ich sah dich sterben. Die Form ist flüchtig. Doch was zugrunde liegt, währt ewig. Entsage dieser starrköpfigen Sinnlosigkeit, bevor sie Zerstörerisches zeitigt. Zerstörerisch? Zaubertricks konnten dich nicht retten! Ich glaube nicht, dass er ein Zauberer war, Mann! Ja. Achtet darauf, dass ihr nicht runterfallt! Und du achte darauf, dass dich die Scharfschützen nicht erwischen! Es ist zu lange her, dass ich was gesprengt habe! Alles für dich, Rocket! Der Absurde wird von unserem Schlachten hier berichten. Wir brauchen eine Verschnaufpause, Groot! Das wird klappen! Wir kommen mit Bocksprüngen zurück auf die Brücke! Bocksprünge? Das ist... Folgt mir einfach! Hoffentlich war das ganze Gottgerede nicht bloß Angeberei! Wir sitzen fest! Ihr sitzt doch gar nicht! Er meint, wir können hier nicht bleiben! Darin sind wir uns einig! Was jetzt, Peter Quill? Ich werde ihr euch noch bringen! Okay, ich nehme an, Goldie hat den Sprung überlebt! Hast du Rickers Verhalten gesehen, als er aufkommt? Ein heißes Messer! Vorsicht!
Nur einmal will ich diese Brücke ohne Zwischenfall überqueren können! Dafür kannst du dich bei Gott nicht bedanken! Warlock hat uns von den sicheren Tod bewahrt! Na, Mutsfahrer! Nächstes Mal bist du auf dich allein gestellt! Ich habe bereit, nach Ursache zu verfolgen!